Boah, das nervt. Du hast schon wieder dein Zeug nicht aufgewaschen. Mensch, mach doch mal deine Wäsche. Und verdammt, die Zahnpastatube. Mach sie doch immer einfach direkt zu. Das sind alles der Vergangenheit angehört. Wenn du anfängst, die Beziehungsbuchhaltung zu machen. Guten Morgen. Eigene Erfahrung und eigene Idee. Das Problem in der Kommunikation ist, dass die eigenen negativen Emotionen, die ja gerade aufkochen, mitschwingen. Der Gegenüber fühlt sich angegriffen und das zu Recht. Er wird dir gerade verurteilt. Gemessen an den Wertevorstellungen des einen hat er falsch gehandelt. Man könnte nun anfangen, gewaltfreie Kommunikation zu machen. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte, viele von euch kennen das. Also wertfrei die Situation beschreiben, die Zahnpastatube ist offen, sein Gefühl mitteilen, ich fühle mich dabei schlecht, weil ich Geld dafür ausgegeben habe. Ein Bedürfnis? Naja, ich habe das Bedürfnis, dass die Zahnpastatube deshalb zu ist und dann die Bitte äußern, ich würde dich darum bitten, dieses zu tun. Überlegt euch mal das. Es funktioniert in der Realität oft nicht. Es funktioniert einfach nicht. Gewaltfreie Kommunikation, also dieses Schema, das ist ein Gedankenkonstrukt, was die eigene Stimmlage und die aktuelle Energie nicht ausreichend berücksichtigt. Ich kann ganz nach Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation begründet hat, die Situation neutral schildern. Der erste Schritt, die Zahnpastatube ist offen. Bäm! Der andere fühlt sich an diesem Punkt angegriffen. Wenn du das erfährst oder wenn du das siehst, diese Zahnpastatube, und gehst dann mit dieser Emotion zu dem anderen Menschen hin und erzählst das, die Zahnpastatube ist schon wieder offen oder die Zahnpastatube ist offen. Das schwingt etwas mit. Es ist die Unzufriedenheit, die gerade existent ist. Das ist eine Emotion, das ist eine Energie, die schwingt mit. Und das Problem bei dir, bei mir, bei allen Menschen ist, dass man Probleme überbewertet. Wir leben in einer Luxusgesellschaft. Eine offene Zahntube, das ist kein echtes Problem. Und es wird nie ein echtes Problem sein. Wenn man aber diese Alltagsdinge immer wieder mit negativen Emotionen auf den Tisch bringt, dann ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt, weil man kultiviert diese negative Energie, man kultiviert Angriffe, man kultiviert Verteidigung. Buchhaltung ist der Schlüssel. Und hier spricht der Diplom-BWLer. Man spricht sich an irgendeinem neutralen Zeitpunkt darüber ab, was man an wünschenswerten Dingen im Haushalt erreichen möchte und erarbeitet einen Konsens. Also zum Beispiel, ja, die Zahnpastatube, die sollte immer zu sein, sonst trocknet sie aus und wir haben umsonst Geld ausgegeben. Dem anderen ist dann abends die ausgeschaltete Heizung wichtig. Was auch immer, man schreibt sich das auf und in einem klaren Mindset, in einer neutralen emotionalen Stimmung wird man immer einen Konsens finden zu verschiedenen Dinge, die einem belasten. Am Anfang wählt maximal 8 wünschenswerte Zustände. So, und wenn jetzt diese offene Zahnpastatube erspäht wird, dann schreibt man das auf. Irgendwo in der Wohnung einen Zettel aufhängen, hinlegen, eine Tafel benutzen, was auch immer ihr für Möglichkeiten habt. Und jeder schaut da immer mal wieder drauf, weil er vielleicht auch selber mal was draufschreibt. Und meist ist es ja so, dass ein ganz spezieller Zustand immer nur von einer Person nicht hergestellt wird. Ein anderer dann wieder von der anderen Person. Es gibt einen, der lässt seine Sachen rumliegen, der andere vergisst das Licht auszumachen und ein anderer, der lässt dann eben die Zahnpastatube auf. Summieren sich dann also die Striche und oder man entscheidet sich jedes Mal das auszuformulieren. Es müssen nicht Striche sein, man kann es ausformulieren. Schreibt dann wieder auf dem Zettel, ja, heute war wieder die Zahnpastatube auf. Dann durch den gemeinsamen Konsens, dass man das gemeinsam getan hat, ist es ja in Ordnung, dass man es auf den Zettel schreibt. Und wenn man dann darauf schaut, und das macht man dann, wenn man da selber sich dafür entscheidet, mal vorbeigeht und sieht den Zettel und schaut dann mal wieder drauf, dann ist man viel offener und auch viel geneigter, etwas dagegen zu tun, gegen die Striche und gegen die Statements. Wenn natürlich einer aus offensichtlichen Gründen immer weniger auf diesen Zettel schaut, dann kann man auch mal in einem schönen Moment sagen, hey, Mensch, wenn du Bock hast, dann kannst du ja mal wieder auf unseren Zettel schauen. Lieb, nett und voller Leichtigkeit. Und das sollte auch kein Problem sein, weil das kann man natürlich sagen, nicht direkt mal wieder, nachdem man was auf dem Zettel geschrieben hat, sondern wenn man dann irgendwann am Tagsüber merkt, irgendwann, Mensch,
da ist jetzt auch in den letzten Tagen nichts passiert, dann kann man das mal, wenn man sich in dieser Leichtigkeit fühlt, das dann eben auch so sagen. Wichtig ist wirklich, dass beide das wollen. Das ist die Grundlage dafür. Wenn die Beziehung sich so gestaltet, dass ein Teil der Beziehung, aus wie vielen Personen diese Beziehung auch immer besteht, kein Interesse daran hat, diesen Konsens zu erfüllen, ist diese Beziehung nicht im Gleichgewicht und dann sollte man tatsächlich die Beziehung grundsätzlich hinterfragen. Nicht wegen der Zahnpastatube. Das ist dann oft das Argument, was dann vom manipulierenden Part ins Feld geführt wird. Sondern von dem aus dem fehlenden Bedürfnis heraus an seinem Leben zu arbeiten. Und wenn man in Beziehung zu einem oder mehreren Menschen ist, dann involviert das Leben auch das Beziehungsleben. Und die Probleme des anderen sind automatisch auch immer deine eigenen Probleme. Aber in den meisten Fällen, wo sich Menschen lieben, arbeiten diese daran. Und dann kommen die Streaks ins Spiel. Die Streaks, ein weiteres Instrument während der Beziehungsbuchhaltung. Umgekehrt, man macht Striche, wenn der Zustand erhalten bleibt. Zahnpastatube war den ganzen Tag zu. Super, gibt einen Strich. Am nächsten Tag auch Strich daneben, wenn es wieder passiert ist. Und darunter macht man immer so einen waagerechten Strich. Und am zweiten Tag dann Streak 2. Nächster Tag auch wieder. Den ganzen Tag die Zahnpastatube zu. Strich Streak 3. Strich weiterführen unten. Und so weiter. Dieser Streak geht immer so lange weiter, Tag für Tag, bis dieser Zustand erhalten bleibt. Ist die Tube dann irgendwann wieder offen? Okay, schade. Ab morgen geht dann ein neuer Streak los und dann geht man auf Rekordjagd. Man jagt seinen eigenen Streak-Rekord. Wie lange kann ich die Zahnpastatube zulassen? Wie viele Tage hintereinander kann ich quasi diese Heizung abends ausstellen oder was man auch immer sich da vornimmt. Und man kann bestimmte Meilensteine, die man dann erreicht, feiern. Manch ein YouTuber feiert seinen 10.000. Abonnenten. Warum also nicht den 10. Tag einer geschlossenen Zahnpastatube feiern? So werden aus den gleichen inhaltlichen Problemen wie vorher die negativen Emotionen minimiert und sogar in positive, fruchtbare Emotionen überführt. Die Lebensqualität steigt dadurch an und die Beziehung, die stärkt sich. Dokumentation von Challenges oder irgendwelche Strichlisten sorgen auch dafür, dass man in Diskussionen mit sich auf Fakten beruhen kann. Und Diskussionen sind oft emotional. Wie oft kommen Vorwürfe von dir oder zu dir, sowas wie, du lässt immer deine Zahnpastatube auf. By the way, ich kenne eigentlich gar keinen, der seine Zahnpastatube auflässt. Kennt ihr eigentlich einen oder ist das ein Klischee? Schreibt das mal in die Kommentare. Also, du lässt immer deine Zahnpastatube auf. Was erwidert man darauf? Nein, das stimmt nicht. Oh, das kannst du so nicht sagen. Wie wäre es denn, wenn man dann sagen könnte, also laut der Liste lasse ich die Zahnpastatube in 40% der Fälle auf. Das bedeutet, meistens mache ich die Zahnpastatube zu. Und da kann der andere nichts dagegen sagen. Man hat es ja aufgezeichnet. Und man kann dann weiter sagen. Und es ist ein positiver Trendvorzeichen. Vor 8 Monaten bei korrekter Buchführung, vor 8 Monaten hatte ich noch 70% vergessen, die Tube zuzumachen. Persönlichkeitsveränderung vollzieht sich nicht von heute auf morgen. Ich bin zufrieden, dass es in die richtige Richtung geht. Und dann kann man ja noch gewaltfreie Kommunikation hinten dran schmeißen. Ich verstehe, dass dich das nervt. Und ich würde mir wünschen, dass du noch weiter Geduld mit mir hast, um dass ich diesen Weg weitergehen kann. Aber auch ein ganz anderer, fantastischer Punkt des Aufschreibens existiert. Buchhaltung. Wenn man gerade voller Groll ist und das raus muss, man schreibt es auf, dann geht was raus. Es ist nicht vergessen. Es ist notiert. Es ist für die Nachwelt festgehalten und der andere wird früher oder später mit dieser Realität konfrontiert. Man hat eine gewisse Kompensation. Man erleichtert sich. Warum wird gebeichtet? Um sich etwas von der Seele zu reden. Und wenn man es in das gemeinsame Protokoll schreibt, dann hat man diese Kompensation und der andere kann diese Information, wenn er dann reinschaut, viel besser aufnehmen. Eben weil er nur in das Protokoll schaut, wenn er das will. Und nicht gerade die Situation
Sie schaut YouTube und schaut sich die neuen Videos von War Spirit an und der genervte Freund kommt rein und erzählt von seinem Zahnpastatubenproblem. Timing ist entscheidend. Wenn wie viele Menschen auch immer sich lieben, dann ist es wichtig, diese verschiedenen Ansichten, die zwangsläufig existieren und diese verschiedenen Bedürfnisse konstruktiv erstmal neutral unter einen Hut zu bringen und dann daran zu arbeiten. Mit Beziehungsbuchhaltung. Es wirkt Wunder. Ich habe die Buchhaltung in meinem BWL-Studium abgewählt, weil es mir zu trocken war. Aber gerade in problembehafteten Situationen, in emotionalen Situationen, ist diese Trockenheit pures Gold. Schreib mir, was du von der Beziehungsbuchhaltung hältst und teile das Video mit allen Paaren, wo du sagst, hey, so ein bisschen Luft nach oben. Bis dann, dein Samu. Thank you.